Ja, hallo und herzlich willkommen heute zum Replay vom WZ 132 und ein wunderschönes Matchmaking hat er am Start, nämlich Top Tier ist er und der Mr. Ganslinger hat das eingeschickt. Vielen lieben Dank, Mr. Ganslinger, an der Stelle dafür. Dann schauen wir mal, was er so auf der Karte Highway machen kann. Natürlich will er erstmal wahrscheinlich den Spot suchen und schauen, ob er den Gegner irgendwie hier einheizen kann. Ich stelle mich übrigens ganz gern mit so einem Light auch mal hier in diesen Busch. Aber da gibt es so ein paar, die man nutzen kann. Der ist natürlich auch geeignet. Man muss natürlich aufpassen. Wenn man nämlich hier draußen aufgeht, dann ist man ganz schön schnell am Arsch. Er nimmt jetzt hier den. Wie gesagt, alle, da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Manche fahren natürlich hier den aggressiven Spot und fahren hier durch die Mitte und versuchen hier so dieser Reihe da an dieser Straße, also hier an der da, ein bisschen so entlang zu fahren. Ist aber unfassbar schwierig, würde ich es zumindest mal sagen, denn da wird man leicht rausgeschossen, aber auch er hier. Sobald man hier aufgeht, ist erstmal, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Runde gelaufen, aber man darf nicht vergessen, der Gegner hat hier freieste Schussbahn, bis man selber wieder in Fahrt kommt, dauert es eine Zeit. Man selber kriegt ja die Lampe erst nach 3 Sekunden auf, also von dem her vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Als Top-Tier hat man aber natürlich die Möglichkeit, das hier so ein bisschen erstmal laufen zu lassen, zu gucken, okay, wo ist was, wo könnte was kommen. Und wenn man dann merkt, oh, da ist ja gar nichts, dann nimmt man einfach mal das Heft in die Hand und fahrt mal vor und geht mal selber rein. Denn mit dem WZ, da haben wir 250 Schaden bei 181 Durchschlag. Und wenn das nicht reicht, 241 Durchschlag. Und als Top-Tier, sind wir mal ehrlich, der Alpha passt, der Durchschlag reicht vollkommen aus. Und da kann man dann schon den Gegner ordentlich mal nerven. Auf jeden Fall ist hier die 1-2-Linie, die ist gefallen. Ich muss auch persönlich sagen, spiele ich selber ganz ungern. Ich bleibe lieber hier in der Stadt oder lieber hier auf dem Feld oder hier im Zweifel hier unten. Aber das hier oben finde ich immer kacke. Das ist meine persönliche Meinung. So, jetzt geht er aber aggressiv drauf auf den Tiger P. Da hat der erste schon gesessen. Er bleibt erstmal hier hinterm Haus, dass er, wenn er nur vom Tiger P beschossen werden kann, der wird da gekettet. Und der Tiger P versemmelt aber sowas von grandios. Jetzt hat er es aber geschafft. So, aber seine Basis ist sogar schon eigentlich komplett durch. Da muss er jetzt irgendwie reagieren, denn der Gegner ist schon bei der Basis. Und da fährt er jetzt auch scheinbar hin. Muss er auch, denn wenn er da nicht hinfährt, dann sind wir uns ehrlich, da ist die Runde direkt schon verloren. So, Crumble, ah, mit 3 Hitpoints. Den bräuchte man nur noch an. Ich wollte furzen sagen, aber anpusten macht mehr Sinn. Um dem hier. Aber, ach nee. Da prallt er dem T-34-85 den Schuss ab. Das gibt's ja nicht. So, in der Mitte, da kriegt er jetzt auf. Muss aufpassen. Wie gesagt, er ist hier sehr offen für fast die ganze Karte. Da darf er nicht zu lange warten. Hat aber jetzt hier schön dem 59-16 den Pit verpasst. Und der KV-2 hat es dann einfach ratzi-fatzi erledigt. Jetzt kommt der Type 58 rum. Hat nicht weit genug vorgehalten. Er hat zwar gewartet, bis das Fadenkreuz komplett eingeämmt ist, aber hat halt dann weiterhin auf die Stelle stoisch gehalten. Noch ein kleines Stück nach rechts und das hat gepasst. So, aber jetzt kriegt er den zweiten Versuch. Und diesmal klappt es besser. Da hat er ihn sogar gekettet. Und der muss hier natürlich sofort sein Rap-Kit ziehen. Aber jetzt scheint er wieder gekettet worden zu sein. Und jetzt hat er alle Zeit der Welt. Kann den hier rausnehmen. Aber da macht schon jemand anders. Da ist der dicke Max ein wenig schneller. Und plötzlich steht es wieder 5-6. Plötzlich haben wir wieder ein One-Point-Game. Ach, ich freue mich auf Football. Ich kann es euch nichts anders sagen. Aber egal. Das ist nicht Thema. T-34-85 jetzt hier. Seitig, schöner Hit. Er fängt jetzt zwar schon der erste zum Cap an. Der T-34-85, der zweite steht jetzt auch drin. Wir wollen jetzt natürlich hier sein Team so ein bisschen unter Druck setzen. Aber ja, dafür weiß man auch sofort, wo ist der Gegner. Also ob ich den Move jetzt machen würde oder empfehlen würde, wage ich zu bezweifeln. Der ist meines Erachtens nicht sinnig genug. Weil man steht da sehr offen. Sie haben da keine Stelle, wo sie sich großartig verstecken können. Und ja, das Unterdrucksetzen ist da noch, der bringt da nichts.
Der Move, da jetzt in den Cap zu fahren, meines Erachtens nicht smart. Aber sei es drum, ihn soll es nicht stören. Er braucht keine smarten Gegner, er braucht Opfer. Denn aktuell hat er 2 Kills und 1800 Damage, aber er will natürlich mehr. Er will mehr, er will viel mehr, er ist gierig. Der Ganzlinger ist nicht umsonst in dem Clan, in dem er ist, wenn er nicht gern auch mal den einen oder anderen Kill mit nach Hause nehmen würde. So, T3485. Hat er lang gewartet mit dem Aiming. So, jetzt Auto-Aim. Und jetzt fährt er ihn an. Ah, da wird er zwar getroffen, aber jetzt ist er seitlich oder frontal. Ist, ach, scheißegal. Den macht er so oder so raus. 8 zu 10 damit. Der Gegner hat sich wieder ein bisschen in Führung schießen können. Jetzt muss er da... Ja, es ist ja natürlich schwierig. Eventuell noch mal ein bisschen was spotten, versuchen. Oder vielleicht sagen, ja, nee, ich gehe jetzt für die Kills und für den Damage. Aber wir haben jetzt beim Gegner immer noch so einen Scorpion G, der richtig, richtig böse ist. Eine Arti, die freut sich auch über jeden Leid. Also da muss man aufpassen. Das ist noch nicht ganz einfach passiert. Und auch so einen IKV sollte man nicht unterschätzen. Gute Tarnung, nerviger Schaden, nerviger Reload. Da ist noch alles drin. Vielleicht aber jetzt hier auch eine gute Idee, den Gegner jetzt kommen zu lassen, nicht so sofort drauf zu jolon und zu sagen, ja, hit me, sondern nee, einfach mal selber zu gucken, wo passiert was. Also erstmal ist er da ein wenig vorsichtig. Finde ich auch, wie gesagt, sehr sinnvoll. Wenn man hinten liegt vom Team her, sollte man nicht der sein, der unbedingt versucht, das Spiel zu machen, sondern zu reagieren auf den Gegner ist meistens oder besonders in der Situation ist einfach sinnvoller. So, der WZ, der kriegt schon 132, der hat nicht mehr viel. Den kriegt er mit einem Schuss raus und den will er sich jetzt wohl auch holen. So, jetzt fährt er da einfach mal durch die Häuser durch. Kennt er nichts. Oh, und da ist ein Panther. Uiuiui. Den wollte er jetzt nicht sehen. Arti hält schon mit drauf. Schießt jetzt aber auch ein bisschen seine Deckung weg. Und da kommt jetzt der 132er hinterher. Der Panther, diese vielen kleinen Nadelstiche. Aber das Schöne ist halt, damit verscheucht man jetzt nicht wirklich jemanden. Man hat es ja gesehen. Der steht hier dem Panther gegenüber, der eigentlich mehr gut im Saft steht mit dem WZ im Hintergrund. Und trotzdem macht man ihm hier jetzt keine Angst damit. So, sehr schön den rausgenommen. Hat er gut gemacht. Aggressiv da auf den Gegner drauf. Nicht wegfahren lassen. Sehr schön. 5. Kill. Eine braucht er noch für seinen Krieger. Der Scorpion G da jetzt an der Stelle. Da jetzt natürlich immer wieder ein Thema HE. HE-Opfer. Aber er bleibt hier auf Premium drauf. Nee, jetzt wechselt er zu HE. Und der HE hat halt 330 Schaden. Das heißt, zweimal gut durchschlagen. Dann kriegt er den halt mit 2 Hits raus und braucht nicht 3 dafür. Aber er muss jetzt auf den IKV achten. Der Schuss ging mal ordentlich daneben. So, und jetzt wechselt er eben auch nochmal für den dann extra auf AP um. So, mal gucken. Arti hält hier rein. Aber damit ist der Arti-Schuss jetzt auch erstmal raus. Jetzt kann er auf den IKV gehen. Oh, Uni ist auch noch rappelvoll. Ja, ja, ja. So, seitlich. Da ist es der kleinere der beiden. Der 65er. Erste saß schon mal gut. Den zweiten. Ah, den Ball hat er in den Boden. Komm schon. Ah, der sitzt sehr schön. Und jetzt braucht er noch einen. Dann nimmt er den wenigstens raus. Aber der ist halt schon fast hinter der Kuppe. Oh, der war knapp. Der war knapp, dass der sitzt. Nicht schlecht. Nun, jetzt will er sich den anderen erstmal hier zur Brust nehmen. Nur wo ist der? Da ist er. So, erster sitzt. Dreht auch schnell mit. Ja, und 263. Also der Schaden ist nicht so ohne von dem. Aber jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt hat er ihn surrounded, wie man so schön sagt. Und da kann er nichts mehr machen. Und er zeigt, schreibt auch seinen T34 WZ Playtime. Und definitiv, jetzt ist Crunchtime angesagt. 7 Kills. Den Krieger hat er schon. Die Red Levolter steht jetzt damit an. Cool ist nicht mehr möglich, aber das ist auch scheißegal. Hauptsache jetzt erstmal den wegmachen. Sehr guter Treffer. Seitlich, der steht jetzt natürlich perfekt. Das heißt, immer schön hier draufgeben. Der Uni, der
hat er jetzt sich in eine sehr schlechte Position gefahren. Klar, sein Team ist auch mittlerweile einfach weg. Vorher war das noch ein bisschen angenehmer. Und das Munitionslager nimmt er da raus. Da macht er seine Radley Walters mit einem Munitionslager-Hit. Ja, und jetzt ist das Thema natürlich easy peasy. Drei Kampfpanzer mit einer Arti gegen eine einzige Arti. Jetzt ist das Thema durch. Jetzt holt man sich die Arti und fertig. Jetzt ist nur die Frage immer, wo ist sie denn? Artis haben ja so den Hang zum Verstecken in diesem Moment, klar. Was soll sie auch machen? Lust ist zu niedrig, um sich zu ersaufen, was ja auch gern die Artis mal machen. So, da geht's jetzt auf, aber da muss er weiter nachfahren, da kommt er noch nicht richtig drauf. Ah, und da ist die Arti von seinem Team schneller und macht sie, aber er kriegt wenigstens noch ein bisschen Spotting Damage. Nette Runde mit 1586 Schaden und 1586 Experience mit 4821 Schaden. So ist es richtig. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder ein bisschen eine andere Nation zu sehen. Und ansonsten kann ich euch nur weiterhin viel Glück bei World of Tanks wünschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.